So, willkommen zurück bei NCS. Wir untersuchen immer noch den Casino Raub in Atlantic City. Wir haben jetzt festgestellt, dass der Besitzer einer Schießbahn, ja, Louis Silva, ebenfalls darin verwickelt war. Und jetzt führen wir an dem Kerl eine Autopsie durch. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie die ganze Beweisführung und bisherige Beweislage zu diesem Fall auch aussieht, ja, dann schaut euch doch, wenn ihr jetzt neu bei diesem Let's Play dabei seid, die vorhergehenden Folgen an. Wenn ihr Bock habt auf das Let's Play und auf weitere solche Art, ja, oder wenn ihr Bock habt, euch meinen Kanal weiterhin anzuschauen, dann abonniert mich, ja, und gebt diesem Video eine Bewertung, ja, und lasst ein bisschen Feedback da, weil das freut mich immer. So, fangen wir an. What can you tell me about what happened at the shooting range, my friend? From the autopsies of your companions, I can see you fired your gun. But who fired at you? Ich denke mal, es war dieser Bulle. Der wollte sich was zum Kuchen abschneiden. Er wollte ein bisschen Kohle abgreifen. Und deswegen hat er das Ganze wie Raubmord aussehen. 9 mm Kugeln in der Lunge, 3 Stück. Keine Austritts. Doch, aber nur eine Austrittswunde. When these smaller bullets entered 44er Kaliber ins Herz. This much larger 44 caliber slug likely stopped your heart. Wusste ich. Also, meiner Meinung nach hat dieser Sergeant der Polizei den Kerl hier mit seiner 44er Magnum erschossen, ja? Und hat die ganze Geschichte dann so gedreht. Oder er war der Kerl im Hintergrund. So, drittes Foto. We have here a broken proximal interphalangeal joint, but the lack of bruising suggests it happened post-mortem, which means you were moved after you were killed. Also der Ringfinger von Louis Silvas rechter Hand wurde nach seinem Tod gebrochen, was beweist, dass sein Körper bewegt wurde, nachdem er erschossen wurde. So, Louis Silvas tatsächliche Todesursache war die Kugel aus einer 44er Magnum, eine Kugel, die zu keiner der Waffen vom Tatort passt. Wir wissen, wer eine 44er Magnum besitzt. So, dann gehen wir mal bei Ducky zur Ermittlungstafel. Haben wir auch noch nicht gemacht. So. Why don't you explain it to me, Duck? In English, Duck. I will spare you the gory details, Jethro. So. But you can think about it this way. Silvas Leiche wurde bewegt und die Tatwaffe wurde nicht am Tatort gefunden. Sein Mörder muss auf freiem Fuß sein. Warum nahm er das Geld nicht mit? What does that mean, Duck? Der Tatort wurde so verändert, dass es nach Einbruch aussieht. Details, weil der Schießplatz wurde nicht ausgeraubt. Der Tatort wurde so präpariert, dass es nach Raub aussieht. Aber es war keiner. Wer könnte dafür verantwortlich sein? Meiner Meinung nach der Bulle aus Atlantic City, dieser Sergeant. So, Ziel erreicht. The crime scene was tampered with. Someone deliberately tried to arrange it to look like a robbery. But it wasn't. Thanks, Duck. Now let's see what McGee can get from the cell phones. So, dann gucken wir uns das doch mal an. Wie Gibbs sagte, schauen wir mal, was McGee aus den Handys rauskriegt. So, sind wir wieder McGee und setzen uns wieder an den Computer. So, das, schneller, nicht mehr viel Zeit, das und das.
Spaß. So, Zugang gewährt. So, dann gucken wir mal. Luis Silvas SMS. Kate Ramis, alles läuft weiter wie geplant. Nachricht, okay, sehen uns dort. Alle drei Opfer vom Schießplatz schickten sich gegenseitig SMS-Nachrichten. Diese deuten an, dass sie beim Casino-Rob gemeinsame Sache gemacht haben. Gut. James Finn, Anrufe, Identifizierung gesperrt. Alle drei Opfer vom Schießplatz riefen mehrmals bei derselben nicht identifizierten Telefonnummer an, auch noch Minuten bevor sie alle starben. Now let's track down who that mysterious number belongs to. So, dann gucken wir doch mal, wem diese mysteriöse Nummer gehört. So, Zugang gewährt. So, Telefonregistrierung. Musste eine Kreditkarte benutzen und die kann ich nachverfolgen. Gut, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Diese Karte ist registriert auf Sergeant Trevor Gates. Wusste ich doch. Ja, nun? So, alle drei Opfer vom Deep Coast Rifle Range erhielten Minuten vor ihrem Tod Anrufe von Sergeant Gates. The number is from a cell charged up from a prepaid card purchased at a convenience store just off the Atlantic City Strip. Using a credit card under the name Trevor Gates. Deduction board. So, Ermittlungstafel. Auch hier mal im Büro, das müsste der große Fernseher sein. Ja, genau. Time to make some magic. So. This doesn't seem related. Why don't you explain it to me, McGee? So. Die Räuber haben den Casino-Raub natürlich zusammen geplant. Ja, die Indizien vom Schießplatz beweisen, dass alle drei Opfer in den Raub im Lucky Card Casino verwickelt waren. That doesn't compute. Why don't you explain it to me, McGee? So, die Telefondaten und die 44er Magnum-Kugel weisen auf Sergeant Gates. But wait, there's more. Sergeant Gates ist unser Mann. Sergeant Gates war nicht nur am Tatort, er hat ihn zu verantworten. Er plante den Mord an den Männern auf dem Deep Coast Rifle Range und führte diesen auch aus. So, beide Beweise beendet. Dinozzo, need a bolo on Sergeant Gates. McGee, track his cell phone. On it, boss. On it, boss. So, dann gehen wir schnell zum PC. Lokalisieren Sie Sergeant Gates mit Hilfe der Satellitentracking-Software. Natürlich, gucken wir mal, ob wir den finden. 10-4. 10-4, Unit 221. You might be fast, but my satellite goes 7.56 kilometers per second. Try to outrun that. 10-4. So, da ist er doch. Unit 223, coming in from 9th Avenue. We are right on top of you now, and in just a few moments, you'll be caught. Where did he go? Where did he go? 10-4, Unit 221. Suspect vehicles at Satellite Park. Roger, dispatch. Er versteckt sich, aber er entkommt mir nicht. Ich habe ihn.
Cutscene. Tja, Trevor. Die Kohle. Die schöne Kohle. Lieber umgebracht als Zentrale. Hier Wagen 36. Ja. Ja, der Fahrer hat es nicht geschafft. Also hat er sich lieber umgebracht. Fall gelöst, würde ich sagen. My father. The flowers are from my father? Yes, Junior. They are. Dad, what are you doing? Daddy Dinozo. Why are you sending Ziva flowers? I'm in town for an international conference on investment in next generation polymers. Today is the 1 year anniversary of Ziva's official US citizenship. Oh, yeah. That. Did you forget some? I didn't forget. I was just waiting until she thought I forgot. Then I was gonna surprise her. Did get you something. It does not matter, Tony. I did not expect anything. Tony, you were not kidding. Nope. What are these? Only the best collection of American movies ever made. Yeah, I thought you'd like that one. So, Freunde, das war's bei dieser Episode NCIS. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja? Wir haben den Casino-Raub gelöst. Ja? Es war tatsächlich dieser Polizist, ja? Dieser Sergeant Trevor Gates, ja? Der sich dann mit dem Geld aus dem Staub machen wollte, aber wir lassen sowas nicht zu, denn wir arbeiten ja schließlich beim NCIS. Ja? So, wie gesagt, wenn ihr Spaß hattet, bewertet das Video. Ja? Abonniert eventuell meinen Kanal und bleibt dran, weil wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Fall hier bei NCIS. Macht's gut, tschüss, bis dann.